und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, zu Rama Dailies. Kommt ja jeden Donnerstag und Sonntag ein Video von uns. Ich bin gerade aus Berlin wiedergekommen und es geht jetzt zu meinem allerersten Shooting ever. Ich bin sehr aufgeregt und wir müssen jetzt los. Ich habe keine Zeit mehr. Los geht's. Wir sind jetzt auf dem Weg zu meinem ersten Shooting. Ich bin so aufgeregt, dass ich die ganze Zeit auf Toilette muss. Mir geht's gar nicht gut. Ich habe sowas noch nie gemacht, bin total aufgeregt. Stell dir vor, ich habe was falsch verstanden und ich hätte geschminkt kommen müssen. Nein. Und die haben nur einen Make-up-Artist, der so ein bisschen nachhilft. Nein, Sari. Oh mein Gott. Dann gehe ich direkt nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich mache mir jetzt richtig Panik. Fühlst du dich? Gar nicht gut. Sari hat gerade die Outfits besprochen. Passt alles. Und sie muss gleich cringe sein. Das kann was werden. Sari sitzt jetzt hier in der Maske. Auf jeden Fall passt das Make-up ja auch, das ist kein Problem. Wurde gerade alles erklärt, was sie so sagt. Und wir sind sehr gespannt. Bist du aufgeregt? Aufgeregt, ja. Aber bist du nicht weniger aufgeregt jetzt? Bisschen? Nö. Scheiße. Ich muss kurz dein Make-up zeigen. Wie fühlst du dich? Gut, aber es ist anders. Fühlt sich immer, es sieht anders aus. Ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall sind die hier mega nett, die Leute. Die sagen auch die ganze Zeit zu Sari, wenn sie sich unwohl fühlt, wenn sie ihr Make-up ändern will, dann kann die es auch die ganze Zeit sagen. Und jetzt haben die hier gesagt, welches Outfit sie anziehen soll. Und jetzt werden gleich verschiedene Assets gedreht. Sie wurde auch schon gebrieft und so. Ich bin gespannt. Ich gucke gleich mal, wie ich euch das so mitfilmen kann. Sari wird irgendwie nicht weniger aufgeregt. Doch, du schaffst das. Wir hatten jetzt ein Outfit-Change und jetzt kann ich in 10 Minuten essen. Ich habe netterweise eine Pizza bekommen. Ich will nicht so viel essen, weil ich gehe noch ich mit meinen Eltern. Schon gegessen. Ist doch egal, du hast ja, wenig nur ein gegessen. Stück vielleicht. Oder zwei. Ich habe noch eine Minute. Noch am Limit. Und genau, jetzt ruft Doli an. Hallo. Ich nehme schon mal das Wasser in die Hand. Das ist 42. Bis mir lacht. It's a wrap. Ich kann nach Hause. Lauri durfte leider nicht richtig filmen, was wir gemacht haben. Aber sobald es rauskommt, seht ihr das eh auf Insta oder TikTok oder so. Aber das war mein erstes professionelles Fotoshooting. Ich stand da und dann kam die Make-up-Artistin und hat immer wieder so Touch-Ups gemacht. Davon da stehen tausend Leute drumherum. So ich dachte cool mir so, wo bin ich, wo lebe ich, was mache ich? Das sah richtig cool aus. Jetzt nach Hause. Wollte ich dir sagen, now it's a wrap, now I can go eat a cheeseburger, now I can go eat. Du bist jetzt auch so eine. Vor allem, ich bin nicht so eine. Ich habe mittendrin einfach Pizza gegessen. Ich bin nicht so eine. Ich bin wieder zu Hause und ich bin unnormal müde. Die letzten Tage waren so stressig. Ich bin ja direkt von Berlin aus zurück und ins Shooting rein. Und jetzt guckt euch an, wie schlimm das hier alles aussieht. Ja, das muss ich jetzt sauber machen, weil ich habe morgen früh direkt Meetings und ich kann so nicht einschlafen. Lieber stressig und viel zu tun, als nichts zu tun. Alles ist eingeräumt, alles ist blitzeblanke sauber. Jetzt kann ich wenigstens morgen in Ruhe aufstehen. Wäre ich aufgestanden, es wäre Chaos, dann wäre ich durchgedreht. Guten Morgen, guten Morgen. So Leute, ich habe mich ready gemacht. Richtig, richtig cool. Ihr kennt ja diese Bronzing Drops und die waren immer ausverkauft. Ich versuche die seit einem Jahr zu kriegen. Ich habe die bekommen, ich habe mich heute damit geschminkt. Die sind so toll. Ich bin so happy gerade. Ich verlose die auch bei meinem Ramadan-Special. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt heute schon verlosen soll oder später. Auf jeden Fall lohnt es sich, da aktiv zu sein, ihr Mäuse. Ich achte natürlich auch drauf, wer hier aktiv ist. Jetzt machen wir uns fertig. Ich habe nämlich einen Steuerberater-Termin. Und danach müssen wir ins Büro. Ich habe nämlich wieder einen Termin für Bigani. Meine Firma. Cringe. An alle Mädels, die so alt sind wie ich. Ihr kennt ihn alle. Wurde einfach der Velvet Teddy zugeschickt. Das war der Nude-Lippenstift, als ich jung war. Jeder wollte den haben, aber es war zu teuer für uns alle. Und dann hat eine Freundin ihn gekauft und ich wollte ihn benutzen. Und bei mir war der weiß. Weil ich zu dunkel irgendwie dafür war. Aber der sieht dunkler aus. Naja, ist okay. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Jetzt sind wir hier. Barış hat heute schön gefastet. Du musst den Reis richtig mit Liebe behandeln. Guck mal hier. Wir arbeiten schön. Wie du es machst, dauert das voll lange. Aber schau mit Liebe. Du tust einfach unter die Dinge. Nein, 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 nein. Gedrückte Sache. Warum greifst du wieder mein Fleisch an? Bro, bro. Ey Leute, der hat gerade meine Behaarung am Rücken gesehen. Schau mal bitte. Schau mal bitte. Was bist du? Du schämst dich nicht. Ach, ihr seid nicht schlecht. Komm, Bro. Ja, Bro, ich bin voll behaart. Leute, ich sag euch eins. Kommt in diesen Laden, das ist neben Pinocchio, kommt und kauft die süßen Sachen. Vertraut mir, kauft die süßen Sachen.
Barsch doch selber. Haben wir auch einen Rabattcode? Rabattcode Barsch? Rabattcode. Kriegt ihr 70%. Süßigkeiten sind aber nicht so süß wie Dodi, ja? Ich küsse dein Herz, Bruder. Heute ist Tag 5? 5? Ja. Okay, Tag 5. Du hast bis wie viel? Bis jetzt 2 ausgepackt. Ja, 2. Aber du hast, heißt, 15, du hast ja 15 Geschenke insgesamt. Das heißt, du darfst jetzt den dritten aufmachen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Ich glaube, das ist lustig, glaube ich. Okay. Achso, erstmal fragen. Ja. Guck noch nicht, was auf der anderen Seite, okay, ist. Aus welcher Stadt kam der Prophet Ibrahim? Aus Jerusalem. Aus der antiken Stadt Ur. Ist das Ur. Echt? Mhm. Krass. Das sind Duftdinger von Hisbollah. Das sind so Duftbäume. Leute. Gefällt dir das? Ja, voll, danke schön. Danke. Bitte. Habe ich bei Amazon gefunden. Okay. Das sind so Duftbäume. Oh! Doli ist nämlich süchtig nach Hasbro. Ja, warum hat er einfach einen Meter gemacht? Schönen guten Morgen. Leute, wir essen jetzt das iranische Essen, was Saras Eltern gekocht haben. Ich bin so, so lecker. Ist auch voll müde. Ich bin von alleine einfach aufgewacht und ich habe mir für 4 Uhr einen Wecker gestellt. Also, wie viel Uhr? 4 Uhr? Doch 3 Minuten vor dem Wecker ein aufgeschlagen. Woher hast du diese Käse jetzt? Lass es nicht nochmal. Ich bin vor 10 Minuten aufgestanden. Ich hab einfach Käse in der Hand. Komm. Morgen, Leute. Ich bereue es so hart zu Sau, dieses Mal richtig aufgestanden zu sein. Weil sonst habe ich immer so um 0 Uhr nochmal so gegessen und um 4 Uhr nur Wecker gestellt und Wasser getrunken und eine Dattel oder einen Keks gegessen. Aber dieses Mal haben wir richtig gegessen und ich bin so wach geworden, dass ich dann bis 7 Uhr nicht mehr einschlafen konnte. Dann habe ich bis 12.30 Uhr geschlafen und ich schlafe eigentlich in letzter Zeit immer bis maximal 8.30 Uhr, 9 Uhr. Ich habe richtig Angst, dass das jetzt meinen Schlafrhythmus auseinandergenommen hat. Heute Abend gehen wir mit Freunden Iftar machen. Ich habe mich jetzt ready gemacht. Leider können wir nicht zu unserem Lieblingsitaliener gehen, weil die nicht ans Telefon gegangen sind. Und wir probieren jetzt heute einen neuen Italiener aus. Da waren wir beide noch nie. Und ich hoffe, dass der gut ist, weil sonst bin ich echt traurig. Weil ich habe richtig Lust auf richtig gutes italienisches Essen. Crazy foodie, girly foodie. Doli saß hier gerade und meinte so zu mir, boah, der hat gerade einen kleinen Mini-Pickel auf der Stirn. Und er meinte gerade, boah, krass, wie hässlich ich mich fühle wegen einem Pickel. Meine ich, wie hässlich einen macht so. Fühle mich aber nicht hässlich jetzt. Aber ich musste in dem Moment dann daran denken, das habe ich auch gerade in meiner Insta-Story erzählt, wie ich hatte ja voll die Pickelprobleme die letzten 2-3 Jahre und ich war das nie gewohnt, weil ich hatte früher gar keine Pickel, auch in der Pubertät, ich hatte sowas nie. Und dann hatte ich das ja hormonell bedingt. Das ist Gott sei Dank vorbei, aber es sah so schlimm aus. Warte, ich zeige euch mal Fotos. Und ich weiß noch ganz genau, an diesen Tagen meinte Doli noch zu mir, hä, das sieht man gar nicht. Und derselbe Typ sitzt hier und sagt, diese eine Pickel ist so fett. Und ich denke mir, Bruder, hallo? Hier, mit meinem Bres. Ja, Samajore. Mal, dann haben wir gesagt, wir werden auf jeden Fall zusammen Iftar machen. Bruder, haben wir schon mal zusammen Iftar gemacht? Mit dir ja, mit dir nicht. Mit dir noch das erste Mal, ne? Das ist eine Pasta, die haben kein Pasta. Da steht einfach Pasta und da steht, für weitere Informationen steht. Das ist gerne zu verschicken. Ich habe aber irgendwie nie Durst. Allah Kaulitz, Bruder. Allah Kaulitz. Wie sagt man nochmal auf Iranisch? Ist Kabul, Allah. Wie sagt man? Sag einfach Allah Kaulitz, Bruder. Sag mal. Allah Kaulitz. Mein Bruder, ja. Wann fastest du mit uns? Wir wollen dich fasten. Wie war's für dich? Easy peasy. Easy peasy? Fabio, die Leute wollen, dass du mit uns fastest, Mann. Ja, dann sag mir einen Tag. Ich sehe mich von dieser Kamera und ich sehe maximal letzte Chance. Ich und Laura machen Mittwoch einen Content-Tag. Wir könnten danach alle zusammen Fasten brechen. Ja, das können wir gerne machen. Ich habe eine Sache bemerkt. Fabio, sag mal, hol nicht. Hol nicht. Bruder, das heißt hol nicht. Bruder, wir sind Kölner, wir sagen scht. Okay, sag nochmal. Wir holen nicht. Ich freue mich, wenn Fabi und Laura nächste Woche mit uns fasten. Das wird bestimmt sehr lustig. 0.40 Uhr, ich habe mir jetzt Brot gemacht. Willst du gar nichts essen? Nein, nein. Ich beiß vielleicht einmal rein. Ich habe richtig deine Sauer gesehen. Hayat. Hallo. Oh, wow. Jetzt isst er auch noch meine Kekse. Was? Willst du gar nichts essen? Nein, nein. Was ist los mit dir? Dankeschön. Bitteschön. Bis mal jetzt.
Guten Morgen. Doli ist eben erst aufgewacht. Und weißt du, für was es jetzt Zeit ist? Ein Türchen? Ja. Okay. Ich habe schon den Tag auf 7 gestellt. Heute ist nämlich Sonntag. Leute, das hier ist die beste Box. Aber die ist erst, oh mein Gott, an 13. Heute ist Tür 4. Okay. Wie heißt das erstgeborene Kind des Propheten? Maryam. Nein. Hä? Ach so, der verstorben ist. Ich weiß es nicht. Al-Qasim. Ja, verstorben leider. Das ist so cool. Hä? Wo hast du das gefunden? Wo ich wollte mir das auch kaufen. Mhm. Aber es gab nur das, was ich geholt habe. Bei DM. Also das ist so ein Kaschierspray. Das heißt, wegen meiner kahlen Stelle. Ich habe ja hier hinten, also hintere Seite, eine kahle Stelle. Haarausfall. Und da kann ich das so bedecken ein bisschen. Wir haben ja auch Donnerstag einen Vlog hochgeladen. Also während Ramadan machen wir Donnerstag und Sonntags. Das heißt, falls ihr den von Donnerstag noch nicht gesehen habt, guckt euch den gerne nochmal an. Und selber einen Kommentar, ein Like, also Daumen nach oben und ein Abo freuen. Weil bleibt weiter on live. Es gibt Donnerstag, jetzt kommenden Donnerstag gibt es auch nochmal einen Ramadan Daily Barucado. Und ja, danke für die Unterstützung. Tschüss.